Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine 13-jährige Amtszeit zu würdigen in 5 Minuten am Ende eines langen Plenartages ist keine einfache Sache. Wie vermeidet man falsches Pathos? Wie erklärt man Differenzen, verschiedene Phasen von Nähe und Distanz, Gemeinsamkeiten und Gegnerschaft? Kann man da einer Person, einer politischen Person gerecht werden? Ich sage, das geht nicht. Aber egal, ob es jetzt pathetisch klingt, Klaus Wowereit hat Geschichte geschrieben, da gebe ich Herrn Sali recht. Berlin und nicht nur Berlin hat ihm viel zu verdanken. Das Bekenntnis von Klaus Wowereit, ich bin schwul und das ist auch gut so, klingt aus der Perspektive 2014 nicht so besonders sensationell. Aber diejenigen, die sich an die Situation 2001 erinnern, die müssen zugeben, das war eine mutige Ansage an alle ach so verständnisvollen, latent oder offen homophoben Spießer in Deutschland. Und es war eine Ermutigung an alle, die sich bis dahin noch nicht getraut haben, sich zu outen. Ja, man kann Klaus Wowereit einiges nachsagen, aber nicht, dass er ein Angsthase war. Die Entscheidung für Rot-Rot, lieber Klaus Wowereit, war ohne Frage auch ein Tabubruch. Und ich erinnere hier gern an den Aufruhr, den es in Teilen der Stadt darüber gab. Durchaus auch da bei dieser CDU-Fraktion. Ja, auch wenn es vorher schon Regierungsbeteiligungen der PDS gab in Berlin, der Ost-West gespaltenen Stadt, der Stadt, in der die Mauer stand, eine Regierung mit der PDS zu bilden, das war mutig und für einen Sozialdemokraten keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ist das Abendland nicht untergegangen. Die Koalition hat 10 Jahre lang gehalten. Sie war stabil und von Vertrauen geprägt. Und ich kann es mir an dieser Stelle auch nicht verkneifen, lieber Klaus Wowereit. Es war die Zeit, in der Sie, wenn wir Forsa glauben sollen, recht schnell zum beliebtesten Politiker Berlins wurden. Berlin wurde mal ordentlich durchgelüftet. Die Person des Regierenden und die Erfordernisse der Stadt haben prima zusammengepasst. Aus Grau wurde bunt. Rot-Rot hat viele Probleme zwar nicht in jedem Fall abschließend gelöst, aber auf jeden Fall angepackt. Und Sie, lieber Klaus Wowereit, haben das gegen manchen Widerstand verteidigt. Es ist schon angesprochen, wir haben gemeinsam den Bankenskandal aufgearbeitet und den Landeshaushalt in Ordnung gebracht, durchaus auch mit teilweiser Mitwirkung von Teilen der Opposition. Unter Rot-Rot wurde erstmals ernsthaft mit einer Bildungsreform begonnen, die darauf setzt, Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abzukoppeln. Es gab einen Paradigmenwechsel in der Integrations- und Partizipationspolitik, den wir heute wieder mühsam verteidigen müssen. Die Weichen für Rekommunalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden gestellt. Und dass Berlin heute wirtschaftlich so gut dasteht, Sie haben es selbst angesprochen, das hat bei Rot-Rot seine Wurzeln. Das waren wichtige Jahre für Berlin. Und es waren gute Jahre. Und ja, wir sind auch stolz darauf, dass wir daran mitwirken durften. Dass Berlin heute nicht mehr spießige Provinzialität atmet, sondern das Image einer modernen, weltoffenen Metropole hat, das ist Ihr historischer Verdienst und dafür gebührt Ihnen unser Dank. Der Absturz bei den Beliebtheitswerten von Klaus Wowereit, die miserablen Zustimmungswerte zur SPD-CDU-Koalition, die letztlich diesen jetzt lange angekündigten Rücktritt herbeigeführt haben, das liegt sicher nicht nur am Flughafen. Ja, ich habe den Klaus Wowereit, den ich kannte, in den miserablen Krisenmanagement beim BER nicht wiedererkannt. Der Mann, der am Kabinettstisch den kleinsten Fehler in einer Senatsvorlage entdeckt hat und imstande war, so unnachsichtig zu bohren, dass selbst gestandene SPD-Senatoren bei uns um Asyl nachgesucht haben. Dieser Mann war gegenüber der Flughafengesellschaft seltsam hilflos. Der entscheidende Fehler aber war, dass Sie sich, lieber Klaus Wowereit, gegen den Willen der übergroßen Mehrheit Ihrer Wählerinnen und Wähler 2011 für ein Zusammengehen mit der CDU entschieden haben. Seit jetzt 3 Jahren demonstriert diese Koalition in jeder wichtigen Sachentscheidung, Blockade, Stillstand oder Stümperei. Diese Koalition hat keine strategische Gemeinsamkeit, da regiert einfach zusammen, was nicht zusammengehört.
Und nach dem Tempelhof-Volksentscheid und dem permanenten Zickenkrieg in der Koalition, da lieber Klaus Wowereit, haben Sie gesehen, dass auf dieser Veranstaltung kein Segen mehr liegt. Der Regierende hat diese Koalition für sich beendet und er ist sicher nicht an allem alleine schuld, für das er verantwortlich gemacht wird, im Guten wie im Schlechten. Aber er weiß, dass nicht nur in der Politik der Erfolg viele Väter hat, der Misserfolg aber eine Weise ist. Es ehrt Klaus Wowereit, dass er die ganze Last alleine wegtragen will, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich finde es unangemessen. Ich bleibe dabei, als im Sommer feststand, dass der regierende Bürgermeister seinen Hut nimmt, hätten SPD und CDU den Weg frei machen müssen für Neuwahlen. Das wäre die ehrliche Lösung gewesen. Lieber Klaus, jetzt sozusagen, also ja, wir duzen uns ja schon eine Weile. Du hast ganz persönlich die Landespolitik über mehr als ein Jahrzehnt geprägt. Ich freue mich, dass du dieser Tage überall in Berlin noch mal richtig gefeiert wirst. Und ich gönne dir das auch ganz von Herzen. Ich finde es auch angemessen. Jetzt ist es Zeit, Tschüss und Danke zu sagen. Wir hätten uns dafür auch einen würdigeren Rahmen vorstellen können, aber das wollte die Koalition irgendwie nicht. Dann also diese Rausschmeißernummer am Sitzungsende. Aber wenn es für dich okay ist, ist es für uns auch okay. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns.